Ja, Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal Fly Fishing Chronicles. Heute ein kleines Tutorial. Es geht darum, welche Fliegenrute ihr euch als Anfänger als erstes kaufen solltet. Die Frage nach der ersten Fliegenrute wird oft in Facebook-Gruppen gestellt oder auch in Foren. Einige von euch haben mich auch über Instagram angeschrieben und haben um Hilfe gebeten, die sie natürlich auch gerne von mir bekommen haben. Aber ich möchte nochmal für alle ein Tutorial machen, welches euch bei der Kaufentscheidung helfen soll nach eurer ersten Fliegenroute und euch auch unter Umständen hilft, jede Menge Geld zu sparen. Und wenn ihr das Tutorial bis zum Ende schaut, garantiere ich euch, dass ihr genau wisst, was ihr haben wollt und worauf ihr beim Kauf unbedingt achten solltet. Zuerst bespreche ich mit euch die Routen selbst und im Anschluss diskutiere ich dann nochmal mit euch ein bisschen die Schnur, damit ihr wisst, worauf ihr darauf achten solltet. Das Tutorial erhebt dabei keinen Anspruch auf absolute Vollständigkeit, sondern gibt lediglich meine Sichtweise aufgrund meiner Erfahrungen wieder. Was ihr dann letzten Endes an eurem Gewässer tatsächlich braucht, das müsst ihr letzten Endes selbst entscheiden. Das Tutorial soll euch lediglich in die richtige Richtung weisen, euch ein bisschen für das Thema sensibilisieren, worauf ihr achten müsst. Alles kann ich jetzt hier in diesem Tutorial nicht abdecken, da die Gewässer viel zu unterschiedlich ausfallen und nach viel zu unterschiedlichen Gerät verlangen. Deshalb ist es schwierig, in einem Tutorial jetzt alles abzudecken und von Verallgemeinerung halte ich generell nichts. Dennoch sollte man natürlich ein paar Dinge bei der Wahl seiner Route bedenken. Deshalb erst einmal ein paar allgemeine Punkte, die man beim Kauf seiner Route beachten sollte. Generell kann ich empfehlen, dass man sich als Anfänger auf Schnurklasse 4 bis Schnurklasse 6 beschränkt. Noch leichtere Routen oder schwere Routen sind gänzlich ungeeignet, um das richtige Werfen zu erlernen. Ich weiß, viele wollen gleich angefixt durch diverse YouTube-Videos anfangen mit den Fliegenfischen auf Hecht mit Schnurklasse 8, 9 oder gar 10. Aber ich kann euch garantieren, ihr tut euch da echt keinen Gefallen, denn mit so schweren Geräten ist es doch tatsächlich schwerer, auch das Fliegenwerfen zu erlernen. Und Fehler werden sich einschleifen im Werfen. Die werden sich manifestieren und werden dann später sehr, sehr schwierig wegzutrainieren sein. Deshalb tretet langsam, holt euch erstmal so die mittleren Schnurklassen, nicht die ganz feinen Schnurklassen und auch nicht die ganz schweren Schnurklassen. Aber jetzt nicht falsch verstehen, das Fliegenfischen möchte ich jetzt nicht schwerer darstellen, als es ist. Ich kann euch versprechen, jeder kann und wird das Fliegenfischen erlernen, keine Frage. Dennoch, als Anfänger im Spinfischen fängt man ja auch nicht gleich mit einer 500 Gramm Big Bait Combo an, ne? Was die Routenlänge erstmal angeht, kann ich empfehlen, dass ihr euch auf Routen so zwischen 8 und 9 Fuß konzentriert, da diese Routenlängen, finde ich, am universellsten sind und die sind eigentlich wie gemacht dafür, um das Werfen mit der Fliegenrute zu erlernen. Generell sollte man immer zur längst möglichen Route greifen, das wäre jetzt in dem Fall die 9 Fuß Route, weil die 9 Fuß Route einfach universeller ist. Aufgrund ihrer Länge bietet sie einfach ein bisschen mehr Reichweite und das ist doch hilfreich, wenn man später die Schnur menden muss, sprich auf dem Wasser umlegen muss, um eine saubere Drift hinzubekommen und dass die Trockenfliege auf der Oberfläche entlang furcht oder dass die Nymphe irgendwie gezogen wird, sondern dass ich halt eine natürliche Drift bekomme, dann muss ich die Schnur umlegen. Und je länger die Route ist, desto leichter fällt mir das natürlich, die Schnur auf der Oberfläche zu manipulieren. Und das sind so Sachen, da wollte ich halt immer eine längere Route wählen, das heißt also 9 Fuß. Von allzu kurzen Routen, das heißt Routen unter 8 Fuß, würde ich zu Beginn abraten, da diese Routen eigentlich nur Sinn machen, wenn man an relativ kleinen Gewässern wartend unterwegs ist, wo man links und rechts und vielleicht auch überall Vegetation hat, in der man ansonsten mit einer langen Route rumstochern würde. Aber an größeren Gewässern hätte man dann halt wieder nicht die nötige Reichweite. Aber als Anfänger würde ich mir generell nicht solche Gewässer aussuchen, die irgendwie klein sind und zugewachsen sind, da sie natürlich, wie man sich vorstellen kann, gänzlich ungeeignet sind, um das Fliegenwerfen zu erlernen. Deshalb tut euch selbst den Gefallen, sucht euch erstmal ein größeres, offeneres Gewässer. Routen, die jetzt länger wie 9 Fuß sind, die wollte ich jetzt auch nicht empfehlen. Das sind oft spezielle Routen für das Nymphenfischen in Seen mit Bissanzeigern oder generell für das Nymphenfischen. Solche langen Routen sind etwas schwerer zu handeln während des Wurfs. Sie haben höhere Swingweights, sie haben höheren Luftwiderstand und das ermüdet einen doch viel schneller. Auch ist es damit schwieriger, zielgenau zu werfen. Deshalb wollte ich davon auf jeden Fall erstmal Abstand nehmen. Kleine Begriffserklärung, Swingweight, was ist das, wird sich jetzt der eine oder andere fragen. Das Swingweight ist quasi das Gewicht, was man spürt, wenn man die Route hin und her wedelt und die Route hin und her wippt. Und
je höher das Swingweight ist quasi, desto ermüdender ist das Werfen. Also man möchte eigentlich eine Route haben mit möglichst geringen Swingweight. Der Vollständigkeit halber möchte ich jetzt natürlich aber auch noch die Vorteile von längeren Routen, sprich so 9,5 Fuß, 10 Fuß, sogar 11 Fuß erwähnen. Solche langen Routen sind natürlich auch sehr gut, wenn man jetzt zum Beispiel vom Bellyboot aus fischt oder man ist wartend unterwegs, dann hilft natürlich so eine lange Route, die Schnur von der Wasseroberfläche fernzuhalten, denn gerade beim Rückwärtssprung touchiert man doch gerne die Wasseroberfläche mit der Schnur und eine längere Route hilft einem dabei quasi, das zu verhindern. Eine längere Route, wie ich auch schon erwähnt habe, hat natürlich mehr Reichweite. Das hilft natürlich bei der Schnurkontrolle, beim Menden, aber auch beim Anhiebsetzen auf Distanz, weil mit einer längeren Route, längerer Hebel, kann ich einfach mehr Schnur bewegen, ist logisch. Ne? Hat aber auch den Vorteil, gerade beim Nymphenfischen mit schweren Nymphenrigs, gerade wenn ich auch zwei Nymphen fische, dass ich dann die Schnurschlaufe quasi beim Vorwärtssprung weiter öffnen kann, kriege dann einen größeren Bauch rein und das hilft mir natürlich zu verhindern, dass sich das ganze System verheddert. Das nur jetzt als kurzer Exkurs der Vollständigkeit halber. Worauf man auch unbedingt achten sollte, ist, dass die Route nicht zu steif ist. Sprich, ich möchte keine Route haben, die wirklich von einer Butt-Section bis zur Spitze hoch ein absolutes Brett ist. Ich möchte eigentlich eine Route haben, die sich vorne in der Spitze schön auflädt, die ein bisschen weicher, ein bisschen flexibler ist in der Spitze. Das hilft euch erst einmal beim Erlernen des Fliegenwerfens, da sich die Route einfach besser auflädt, leichter auflädt. Man hat da ein besseres Wurfgefühl generell. Aber auch später, wenn es ans Fischen geht, muss ich sagen, sind solche Routen nur vom Vorteil. Denn die meisten Fische, das werdet ihr sehen, werdet ihr so in einer Distanz von 5 bis maximal 12 Meter fangen. Das heißt also, ihr braucht eine Route, die sich schnell auflädt, auch mit wenig Schnur draußen, ja, sodass ihr gleich servieren könnt. Eine steife Route, die braucht immer einen gewisse Menge an Schnur draußen aus dem Spitzenring, sprich ein entsprechendes Gewicht, damit die sich auch entsprechend aufladen kann. Und eine weiche Route hilft euch auf jeden Fall beim Erlernen des Fliegenwerfens, aber auch dann später beim tatsächlichen Fischen finde ich diese Routen einfach nur vom Vorteil. Also achtet darauf, dass sie sich leicht oben an der Spitze auflädt und ihr werdet es mir danken. Von der Aktion her würde ich eine schnellere Aktion bevorzugen. Viele tendieren gerade beim Fischen mit Trockenfliege dazu, eine mittelschnelle Route zu verwenden. Kann ich nachvollziehen, dass ich mit ihr vielleicht die Schnur und die Fliege ein bisschen sanfter ablegen lässt. Absolut kein Thema, aber das bekommt man auch mit einer schnelleren Route hin. Eine schnellere Route ist einfach universeller, wie ich finde, da man mit ihr dann auch noch den Vorteil hat, dass man höhere Schnurgeschwindigkeiten leichter erreichen kann. Gerade wichtig, wenn man bei windigen Verhältnissen fischt, egal ob jetzt der Wind direkt von vorne kommt oder von der Seite kommt. Wenn es windig ist, dann möchte ich eine höhere Schnurgeschwindigkeit haben, noch engere Schlaufen haben, dass ich quasi mit der Schnur quasi durch den Wind durchschneiden kann. Und ich finde auch einfach, dass eine schnellere Route eine bessere, eine bessere Rückmeldung gibt beim Werfen. Und ich glaube, gerade am Anfang ist es auch wichtig, dass man quasi richtig die Route schön spürt, wie die sich auflädt und wieder entlädt. Und das ist eine Route mit einer schnellen Aktion, aber wie ich erwähnt habe, mit einer recht weichen Spitze, die sich schön auflädt, nur vom Vorteil. Spezielle Streamer-Routen zum Beispiel oder auch Hecht-Streamer-Routen, je nachdem, die haben eine sehr durchgängige, langsame Aktion, würde man sagen vielleicht. Diese Routen sind perfekt, um voll sinkende Schnüre zu schmeißen, um Sinktipps zu schmeißen. Perfekt dafür gemacht, aber sie vermitteln doch ein sehr, sehr schwammiges Wurfgefühl. Und gerade wenn ich eine schnelle Route vorher gefischt habe und greife dann zu so einer Streamer-Route, dann muss ich mich auch als relativ geübter Fliegenfischer immer noch dran gewöhnen. Muss ich erstmal 10 Minuten werfen, bis ich mich wieder an dieses schwammige Wurfgefühl gewöhnt habe. Als Anfänger würde man sich mit so einer Route sehr, sehr schwer tun. Von daher, wie gesagt, holt euch auf jeden Fall eine Route mit einer schnellen Aktion. Also fassen wir nochmal allgemein zusammen. Schnurklasse zwischen 4 und 6, je nach Gewässeranforderung. Da kommen wir gleich nochmal speziell drauf zu sprechen. Routenlänge zwischen 8 und 9 Fuß, absolut perfekt. Wie gesagt, ich würde immer mit der längeren Route gehen, wenn es geht, immer mit der 9 Fuß Route, weil, habe ich schon erwähnt, mehr Reichweite, bessere Schnurkontrolle, Anhieb setzen ist einfacher, gerade auf Distanz. Deshalb die 9 Fuß, wenn es geht. Ihr wollt eine Route, die kein Brett ist, sondern die flexibel in der Spitze ist, die sich schön leicht auflädt, auch mit wenig Schnur draußen. Das erleichtert euch das Werfenlernen zum einen und ist dann später beim tatsächlichen Fischen auf jeden Fall relevanter. Aber natürlich muss man bei der ersten Route immer Kompromisse eingehen, da sich mit nur einer Route nicht alle Situationen und Anforderungen am
Gewässer abdecken lassen. Versuchen wir jetzt das Ganze gewässerspezifisch etwas einzuengen. Wenn ihr so wie ich mehr im Flachland unterwegs seid, das heißt Barbenregion, Brassenregion, dann kann ich euch nur eine Route empfehlen und das ist die Schnurklasse 6 in 9 Fuß. Keine Salzwasserfliegenroute. Ich bin jetzt bei den ganz normalen Süßwasser quasi Fliegenrouten. Die Route ist einfach am universellsten, wie ich finde. Es lassen sich eine Menge von Situationen und Techniken abdecken. Es lassen sich sehr viele Fischarten damit befischen. Und nicht umsonst ist auch die Schnurklasse 6 in 9 Fuß für mich das absolute Arbeitstier. Ihr könnt mit der Route ganz klassische Trockenfliegen präsentieren, obwohl man natürlich sonst normalerweise leichtere Schnurklassen nimmt, sprich so Schnurklasse 5, 4, 3, 2, also leichtere Schnüre, da man die Trockenfliege damit ein bisschen delikater präsentieren kann, das ist mir schon klar. Dennoch ist es allerdings mit der Schnurklasse 6 auf jeden Fall möglich. Ihr könnt mit der 6er Foambugs fischen, sogenannte Terrestrials, welche ins Wasser gefallene Landinsekten imitieren und somit zum Beispiel Döbel oder auch Aaland ansprechen, welche weit verbreitete Arten im Flachland sind. Und man kommt deshalb relativ schnell zu seinem Erfolgserlebnis durch Fänge und diese Fischarten und dieser Angelstil ist deshalb auch ideal, um das Fliegenfischen zu erlernen. Und die Schnurklasse 6 ist ideal, um solche Foambugs, wo ist er? Da ist er, anzubieten. Ihr könnt mit der 6er natürlich auch Nymphen fischen, unbeschwerte oder beschwerte Nymphen, sei es am gezogenen Vorfach ohne Bissanzeiger, wenn ihr die Fische quasi auf Sicht gespottet habt, ihr schleicht euch ran und macht dann die Präsentation zum Fisch hin oder ihr fischt sie klassisch am Bissanzeiger, sei es New Zealand Strike Indicators, welche eine sehr delikate Präsentation ohne große Scheuchwirkung garantieren oder aber auch mit schweren Nymphen, mit etwas größeren Auftriebs, starken Bissanzeiger im tiefen, turbulenten Wasser. Die 6er erlaubt es euch auch schon, kleine Streamer zu werfen, sei es beschwert oder unbeschwert und auch schon in der schwimmenden WF-Schnur einen Polyleader oder einen Sinktipp einzuschlaufen, um den Streamer, sei es jetzt im Fluss oder im See, tiefer anbieten zu können. Ja, ihr merkt also schon, die Schnurklasse 6 ist unglaublich universell und das spiegelt sich natürlich in den Fischarten wieder, die man damit erbeuten kann. Sei es ganz klassisch auf Forelle mit Trockenfliege, Nymphe oder Streamer, sei es mit großen Foambugs auf Döbel, Aaland, mit ihr lassen sich kämpferische Barben erbeuten, Brassen, ja selbst schon kleinere Karpfen sind möglich. Ich habe mit ihr auch sogar schon Rapfen gefangen, auch das war schon drin. Und wie ich schon sagte, ihr könnt schon Sinktipps oder Polyleader vorne einschlaufen und somit zum Beispiel die Barsche in euren See befischen. Nicht umsonst ist die Schnurklasse 6, würde ich sagen, einer der am meisten benutzte Routenklasse in meinem Sortiment. Was ist aber jetzt, wenn man so ein klassisches Salmonidengewässer vor der Tür hat? Generell würde ich vorschlagen, dass man sich da als Neuling so auf Schnurklasse 4 bis Schnurklasse 5 konzentriert, da man mit diesen Schnurklassen alle gängigen Techniken des Eschen- und Forellenangeln abdecken kann. Das heißt, Fischen mit der Trockenfliege, das Fischen mit der Nymphe und an der 5er kann man durchaus schon den einen oder anderen Streamer oder Leech fischen. Hätte ich jetzt ein Gewässer, was ein bisschen größer ausfällt und auch die Fische durchaus größere Größen erreichen können und ich auch mit schwereren Nymphen fischen müsste, mit schwereren Nymphing-Rigs und vielleicht auch mal einen kleinen Streamer fischen möchte, würde ich auf jeden Fall zur Schnurklasse 5 tendieren, auch jeweils wieder in 9 Fuß. Mit der 4er lassen sich natürlich auch Nymphen fischen, kein Thema. Allerdings bin ich dann, was das Gewicht dieser angeht, etwas limitierter. Auch schwerere Nymphing-Rigs mit etwas größeren Bissanzeigern lassen sich dann nur schlecht bis überhaupt nicht mehr richtig gut werfen und wenn es dann darum geht, mal einen Streamer mit einer Sinktipp zu fischen, dann muss ich ganz klar sagen, da kommt eine 4er doch echt schon an ihre Grenze. Dafür lassen sich an der 4er-Route kleine Nymphen und natürlich allen voran auch die Trockenfliege viel delikater präsentieren, da die Schnur natürlich der 4er dünner ist, sie ist leichter, sie lässt sich dadurch viel sanfter an der Oberfläche ablegen, das hat weniger Scheuchwirkung, all das macht die 4er-Route natürlich ideal, wenn man jetzt kleinere Gewässer befischt oder ruhigere Gewässer befischt, wo die Fische vielleicht auch ein bisschen scheuer sind und wo jetzt die Fische jetzt nicht unbedingt kapitale Größen erreichen. Abschließend kann man also sagen, dass die 5er etwas universeller ist wie die 4er und sich zudem auch noch sehr gut im Flachland einsetzen lässt, zum Beispiel beim Nymphenfischen mit etwas größeren Trockenfliegen. Foambugs, richtig große Foambugs, lassen sich allerdings mit ihr nur bescheiden werfen. Und jetzt eine Barbe oder einen Rapfen würde ich auch lieber an der 6er drillen, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Welche Schnurklasse ihr jetzt nun speziell auf Salmonien benutzt, ob jetzt Schnurklasse 4 oder Schnurklasse 5, das müsst ihr jetzt selber entscheiden, je nachdem, wie gesagt, wie die Gewässer bei euch sind. Jede Schnurklasse hat natürlich ihre Vor- und Nachteile. Deshalb, ich würde im Zweifelsfall immer zur universelleren Route tendieren und das wäre jetzt in dem Fall die Schnurklasse 5. Kommen wir nun zu den Schnüren. Um es ganz kurz zu machen, holt euch eine WF-Schnur. WF steht für Weight Forward. Das heißt, das Gros des Gewichtes ist im vorderen Teil der Schnur konzentriert. Man spricht deshalb auch von sogenannten Keulenschnüre. Diese Schnüre erleichtern es euch, die Route effizient aufzuladen und geben deshalb ein gutes Feedback wieder. Und das erleichtert euch das Erlernen des Werfens ungemein. Von irgendwelchen speziellen Schnüren, zum Beispiel Schnüre, die etwas feiner ausfallen, die vorne nicht diese dicke Keule haben, sondern so ein lang gezogenes Fronttaper haben, die quasi speziell designt sind, um mir zum Beispiel kleine Trockenfliegen zu präsentieren oder kleine unbeschwerte Nymphen. Da würde ich erstmal von fernbleiben, weil die halt, wie gesagt, nicht so ein gutes Feedback geben, die Rute nicht so schön aufladen und es fällt dann eigentlich ein bisschen schwerer, so ein Gefühl dann für das Werfen zu entwickeln. Oft wird Anfängern empfohlen, schwerere Schnüre zu fischen. Das heißt, zum Beispiel, ich habe jetzt hier eine 5er Rute und man macht jetzt eine 6er Schnur drauf. Das Argument ist quasi, das ist eine schwerere Schnur, ja, und dadurch lädt sich die Rute noch mal ein bisschen leichter auf und man erlernt dann irgendwie ein bisschen das Werfen besser, weil man dann halt das besser spürt alles. Ich würde davon allerdings abraten, denn ich bin der Meinung, wenn man alles gut aufeinander abgestimmt hat, ja, dann sollte das überhaupt gar kein Problem sein, auch als Anfänger kein Problem. Zudem man dann später, wenn man dann doch wieder auf die Schnur zurückgreift, die auch zur Rute passt, sprich eine Fünfer-Schnur zur Fünfer-Rute, dann muss man sich wieder umstellen. Von daher wollte ich gleich das Ganze richtig machen. Schnurklassentreu fischen, das heißt in einer Fünfer-Rute auch eine Fünfer-Schnur. Und wenn die Rute, wie ich es anfangs schon erwähnt habe, kein Brett ist, sondern schön flexibel oben in der Spitze ist, sich generell leichter aufladen lässt, dann ist das auch gar kein Problem. Eine Ausnahme gibt es allerdings wie immer, keine Regel ohne Ausnahme. Wenn man sich jetzt eine 6er Rute organisiert, um jetzt quasi auf Döbel und auf Barbe zu fischen, da würde ich tatsächlich die Schnur so wählen, dass sie eine halbe Schnurklasse schwerer ist. Da gibt es spezielle Schnüre, um halt diese fetten Foambugs hier zu werfen. Das ist zum Beispiel die Rio Big Nasty, die habe ich drauf. Jetzt das Nachfolgemodell von der Schnur ist, glaube ich, die Bank Robber, Rio Bank Robber. Wenn ihr da quasi zu eurer 6er Rute die 6er Schnur kauft, dann ist die vom Grain-Gewicht eine halbe Schnurklasse schwerer. Warum hat man das so gemacht? Ganz einfach, weil die natürlich dann schwerer sind, die haben mehr Masse, die Schnur, und dann lassen sich natürlich solche großen Fliegen viel besser werfen, die extrem hohen Luftwiderstand bieten. Und da würde ich dieses Overlining, sagt man dazu, betreiben. Allerdings ist es bei Schnurklasse 4 und Schnurklasse 5, wenn man jetzt so klassisch mit der Trockenfliege fischt oder klassisch nympht, sehe ich da absolut keine Vorteile, eher noch Nachteile, weil diese dickere, schwerere Schnur, die klatscht natürlich auch entsprechend auf die Wasseroberfläche und hat natürlich eine entsprechende Scheuchwirkung. Man stellt sich jetzt vor, ihr habt jetzt Schnurklasse 5, habt jetzt eine fette Schnurklasse 6 drauf. Wie wir es eine delikate Präsentation machen, zu einer Forelle hin, dann ist das natürlich nicht gerade förderlich. Also da würde ich auf jeden Fall Schnurklassen treu fischen, Vierer Rute, Vierer Schnur, Fünfer Rute, Fünfer Schnur. Nur hier bei der Sechser, wenn er sagt, okay, ich will auf Döbel fischen, ich will große Terrestrials fischen, da würde ich dann dieses Overlining betreiben, aber da wollte ich jetzt auch in der Sechser nicht unbedingt gleich eine Siebener drauf machen, sondern wie gesagt, da wollte ich mir eine entsprechende Spezialschnur kaufen und das ist zum Beispiel die Rio Bank Robber. Abschließend zu den Schnüren möchte ich noch eine Sache loswerden. Ihr braucht jetzt keine absolute High-End-Schnur, kein Thema. Allerdings würde ich euch auch von absoluten Billigschnüren abraten. Kauft was im Mittelfeld, rechnet allerdings damit, dass ihr so zwischen 70 und 100 € ausgeben müsst. Denn bei Fliegenfischen, da steht und fällt alles mit der Schnur. Natürlich jetzt auch an euren eigenen Wurffähigkeiten, das ist ganz klar. Aber was zum Beispiel bei der Baitcaster, das ausgeklügelte Bremssystem, Fliehkraftbremse oder Magnetbremssystem, das ist beim Fliegenfischen neben euren eigenen Fähigkeiten einfach die Schnur. Nur ein kleines Gedankenspiel, damit ihr meine Einstellung, was die Flugschnur angeht, besser nachvollziehen könnt. Es ist so, ihr könnt eine billige Rute nehmen, könnt eine richtig gute High-Performance-Schnur drauf machen und könnt diese billige Rute, die vielleicht in der Performance von sich aus nicht so gut ist, massiv aufwerten.
Es geht aber auch in die gegengesetzte Richtung. Ihr könnt eine High-End-Route nehmen, macht dort eine Schnur drauf, die mehr nicht so gut ist, ja, auch nicht so gut abgestimmt ist, und könnt quasi dann die Performance, die die High-End-Route normalerweise bieten würde, überhaupt nicht abrufen. Und das könnte dazu führen, dass die Low-End-Route mit der perfekten Schnur besser performt als die High-End-Route mit der nicht so guten oder schlecht gewählten Schnur. Bedenkt das immer. Was müsst ihr jetzt also für eure erste Route investieren? Ganz einfach, das, was ihr könnt und was ihr wollt. Hauptsache anfangen. Von absoluten High-End-Routen würde ich euch natürlich erstmal abraten, da ihr als Anfänger das Potenzial von so einer Route eigentlich gar nicht nutzen und ausreizen könnt. Was ich beim Kauf einer neuen Fliegenroute auf jeden Fall immer abchecken würde, ist die Garantieleistung. Informiert euch deshalb bei eurem Händler, wie lange ihr Garantie habt auf die Route. Viele Händler bieten 10 Jahre Garantie oder 20, sogar 25 Jahre Garantie. Informiert euch deshalb, wie so eine Garantieleistung ausschaut, wie lange läuft sie, wie findet so eine Reparatur statt. Ja, wo müsst ihr das einschicken? Zum Händler hin oder zum Hersteller selbst? Wo findet die Reparatur statt? In den USA, Deutschland, in Europa generell? Ja, das sind so ganz wichtige Punkte, auch was ihr an einer Handlinggebühr bezahlen müsst. Ja, solche Hersteller, wenn ihr zwar Garantie habt, ich schicke die Route ein, ihr müsst dann immer eine Handlinggebühr bezahlen. Das ist so, je nach Hersteller, zwischen 50 und 100 Euro kann das ausmachen. Auch das ist wichtig, dass man das auf jeden Fall vorher weiß. Bei High-End-Routen hat man normalerweise eine Garantie von 20, 25 Jahren in Europa, in den USA sogar lebenslang, muss dann aber immer diese Handlinggebühr bezahlen. Aber dennoch, man hat halt die Absicherung, wenn die Route bricht, sie wird eigentlich immer repariert oder ersetzt ohne Nachfragen. Je nach Hersteller kann es ziemlich lange dauern, bis zu einem Jahr hatte ich schon. Aber zum Beispiel bei Scott, kann ich ruhig mal erwähnen, da dauert es teilweise nur ein paar Wochen, da hat man die Route wieder. Deshalb informiert euch vorab. Wie sieht die Serviceleistung im Garantiefall aus bei den jeweiligen Herstellern? Ja, Leute, das war mein kleiner Überblick. Wie gesagt, dieses Tutorial soll euch so in die richtige Richtung lenken, euch für das Thema sensibilisieren, dass ihr wisst, worauf müsst ihr achten und so weiter. Ja, soll euch ein paar Denkanstöße geben, die euch helfen bei der Entscheidungsfindung für eure erste Fliegenroute. Wie gesagt, schon kein Anspruch auf absolute Vollständigkeit. Das Fliegenfischen ist dafür viel zu komplex, um jetzt wirklich alles in ein Video zu packen. Es war nur eine kleine Richtungsweisung für euch. Man kann eigentlich sagen, dass jedes Gewässer, sei es See oder sei es Fluss oder Bach, so seine eigene perfekte Fliegenkombo hat. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass teilweise vom Flussabschnitt zu Flussabschnitt eine andere Route oder Routenschnurkombination besser ist. Ich habe zum Beispiel hier weiter stromauf, habe ich eine Salmonidenstrecke. Da weiß ich ganz genau, ja, das kenne ich. Ich weiß ganz genau, okay, bei dem Abschnitt, da fische ich jetzt einen Sinktipp, weil schön turbulentes Wasser, tief ausgespülte Gumpen, das schreit nach einem Sinktipp, nach einem Streamer. Wenn ich dann weiter oben fische, dann wird da Fluss ein bisschen ruhiger, spiegelglatte Oberfläche. Da kann ich jetzt wieder keine Sinktipp reinballern. Ne? Da nehme ich dann eher ja, eine Intermediate-Schnur zum Beispiel. Ja? Die sinkt nicht so schnell ab, weil es halt bis auch ein bisschen flacher ist. Ja, der Fluss ist so langsam strömender. Und dann nehme ich dann halt wieder die Kombo. Es kann also sein, dass ich hinten im Auto drei, vier verschiedene Kombos habe. Und ich dann weiß, okay, bei dem Spot nehme ich die Route, dann fahre ich weiter und weiß, ah, bei dem Spot, dann nehme ich die Route. Also man kann das natürlich alles perfektionieren, das ist schon klar, ne? Aber muss man natürlich nicht, ne? Und gerade am Anfang ist es wichtig, dass ihr euer Fliegengerät so zusammenstellt, dass ihr universell aufgestellt seid, dass ihr euch erstmal in das Fliegenfischen reinarbeiten könnt, dass ihr euch ausprobieren könnt, mal Trockenfliegenfischen, mal Nymphenfischen. Dann nimmt man sich mal vor, okay, ich versuche jetzt mal meinen ersten Barsch zu fangen. Das ist immer das Coole, ne? Dass man so eine kleine Challenge für sich macht und versucht, so viele Fischarten wie möglich mit der Fliegenroute zu fangen, neue Fischarten mit der Fliegenroute zu fangen. Das finde ich immer besonders spektakulär, wenn ich mit der Fliegenroute eine Fischart fange, die ich vorher noch nie gefangen habe, und das ist so eine kleine Challenge, die man so machen kann, und das pusht einen dann noch so ein bisschen vorwärts, und man kann sich eigentlich in das Fliegenfischen nur verlieben. Leute, fangt einfach an mit den Fliegenfischen, übt fleißig, geht fischen, und ihr werdet sehen, nach einer gewissen Zeit, es wird alles leicht von der Hand gehen. Seht auch den Weg so ein bisschen als Ziel. Man muss sich ein bisschen reinarbeiten. Es ist ein bisschen schwieriger zu erlernen, wie das normale Angeln, wie zum Beispiel Spinnenfischen, das ist klar.
Aber jeder kann das erlernen. Das ist kein Hexenwerk, keine Frage. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Ich schreibe unten in der Videobeschreibung nochmal die wichtigsten Punkte auf. Da könnt ihr nochmal alles ein bisschen nachlesen, was so wichtig ist. Und ja, schaut euch meine anderen Tutorials an. Es werden noch mehr Tutorials kommen hier auf dem Kanal. Lasst ein Like da. Über ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Euch viel Petri Heil und viel Spaß beim Fliegenfischen. Macht's gut. Tschüss.